Na, Süßer, hast du dir das da gemütlich gemacht? Hm? Komm her. Also, wir machen das hier mal fest. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu den 29. Mobile News 2017. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf geht's! Nun ist es offiziell, Samsung wird sein Note 8 am 23.08.2017 in einer Live-Konferenz vorstellen und das erste Mal unboxen. Dann werden wir endlich sehen, wie das Modell aussieht, was von den Gerüchten wirklich wahr ist, was Samsung alles eingebaut hat und wie das Note 8 am Ende dann aussehen wird. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde sehen, dass ich irgendwie ein paar Fotos aus der Live-Konferenz vielleicht bei Instagram posten kann. Jeder, der interessiert ist, über YouTube wird das Ganze übertragen und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. WhatsApp hat zwei neue Funktionen und zwar wird es demnächst eine Picture-in-Picture-Funktion geben. Das heißt, ihr könnt weiter WhatsAppen, während ihr gleichzeitig Video telefoniert. Im Moment ist es noch so, wenn ihr eine Videotelefonie führt und gleichzeitig einen Chat euch angucken wollt, dann gibt es plötzlich ein Standbild für denjenigen, also für den Gesprächspartner. Wenn ihr jetzt demnächst dann einen Chat während einer Videotelefonie öffnet, dann wird das Telefonat weitergeführt. Also das finde ich ganz angenehm, weil dann kann man halt weitermachen, während man telefoniert und kann am Handy dann ein bisschen rumspielen quasi, eventuell dem Gesprächspartner ja auch irgendwas schicken. Also das finde ich eine gute Sache. Was ich nicht so gut finde, ist die zweite neue Funktion, die demnächst kommen soll. Und zwar soll es wohl so sein, dass YouTube-Videos einen WhatsApp-internen Browser bekommen und dann halt die Videos, die ihr über YouTube weiterleitet per WhatsApp, in WhatsApp und nicht in YouTube abgespielt werden. Es könnte dabei natürlich passieren, dass wie bei Facebook zum Beispiel die 360-Grad-Inhalte verloren gehen. Wenn ihr ein Video, das ein 360-Grad-Video ist, von YouTube an Facebook teilt, dann können die Facebook-Beobachter, also die Facebook-Abonnenten, diesen 360-Grad-Content nicht richtig darstellen. Und das ist wirklich nervig, denn es ist wirklich schwer, dann nicht versierten Leuten zu erklären, wie sie nun an den Inhalt des 360-Grad-Videos kommen, mit erst klicken, in Chrome-Browser öffnen und dann über YouTube verlinken. Es ist natürlich möglich, aber es ist unheimlich aufwendig und die meisten haben da dann zum Teil keine Lust, was ich auch verstehe, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass solche Probleme dann nicht auch im Browser des WhatsApp irgendwie auftauchen, weil das meiste wird über WhatsApp geteilt. Und wenn ihr dieses Video zum Beispiel, wäre übrigens sehr nett, wenn ihr das tun würdet, wenn ihr dieses Video hier teilt über WhatsApp, dann wird es eventuell nicht richtig dargestellt. Und da bin ich ehrlich gesagt mit gemischten Gefühlen dabei. Wenn ihr Apple-User seid, dann seid ein bisschen vorsichtig, weil im Moment ist wohl eine E-Mail im Umlauf, die euch vorgaukelt, dass es ein Problem mit eurer Apple-ID gäbe. Sowas gibt es ja immer mal wieder, so eine Pitching-Mail quasi, die bekommt ihr und da steht da drin, hallo, es gibt irgendein Problem mit ihrer ID, bitte geben Sie das Kennwort ein, um sich zu verifizieren. Und diese Mail soll wohl so gut gestaltet sein, dass sie wirklich gefährlich ist, weil ihr im ersten Moment nicht erkennen könnt, dass es sich um eine Fälschung handelt. Man kann es dann sehen, wenn man auf den Link klickt, dann kann man oben in der Browserzeile sehen, dass es sich halt nicht um die Apple Homepage apple.com handelt, sondern dass es irgendwie ein kryptischer Name ist. Also da seid auf jeden Fall vorsichtig. Ihr könnt es halt leider nicht daran sehen, dass die Homepage als unsicher gekennzeichnet wird, denn die Verbrecher, sag ich mal, die euch diese Pitching-Mail geschickt haben, haben tatsächlich daran gedacht, ihre Homepage auch anzumelden als zertifizierte Sicherheits-Homepage. Also da steht dann HTTPS und das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Homepage kontrolliert wurde und sicher ist. Also vorsichtig, klickt nicht auf jede E-Mail und gebt vor allen Dingen nicht eure Kennwörter irgendwo ein auf irgendeiner Homepage, nur weil der Hersteller das fordert. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr irgendwie eine Mail bekommt, ich zum Beispiel habe eine Pitching-Mail von Amazon bekommen und wurde da aufgefordert, zur Vorsicht meine Amazon-Daten einzugeben und ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten dann, als Empfehlung von mir. Ihr könnt euch selber einfach einbuchen wie sonst immer, also nicht
über die E-Mail klicken, sondern halt im Browser ganz normal eingeben amazon.de, dann wisst ihr ja, dass ihr auf der Amazon-Seite seid. Und wenn dann irgendwie eine Frage von Amazon offen ist, dann werden die euch das in dem Moment dann schon sagen auf der Homepage. Die zweite Möglichkeit ist, direkt beim Unternehmen anzurufen. Apple hat eine Hotline, Amazon hat eine Hotline. Wenn es also irgendwie ein Problem mit eurem Profil gäbe, dann könnte die Hotline euch das auch sagen. Und ihr ruft bei der Hotline an. Lasst euch nicht von irgendwie einer Hotline anrufen oder wenn plötzlich jemand von einer Hotline anruft und sagt, schönen guten Tag, ich bin von Apple, geben Sie mir Ihre Profildaten. Macht das nicht, wenn ihr nicht gerade Apple dazu aufgefordert habt, irgendwie euch anzurufen. Also wenn ihr plötzlich überrascht werdet von einem Anruf und Apple hat sich sonst nie bei euch gemeldet, dann traut dem Ganzen erstmal nicht. Sagt ihnen lieber, ihr würdet wieder zurückrufen und dann habt ihr unter Kontrolle, welches Unternehmen ihr wirklich angerufen habt. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen helfen und euch auch die Angst vor E-Mails nehmen. Also generell ist so eine Information vom Unternehmen ja ganz nett, dass es ein Problem mit dem Profil gibt. Aber wie gesagt, geht sicher, dass das wirklich auch von dem Unternehmen kommt und dass die Links auch wirklich zu dem Unternehmen hinführen und nicht zu irgendeiner Faking-Homepage, die wie echt aussieht und euch quasi nur auffordert, eure geheimen Daten einzugeben. Zum Schluss habe ich noch eine Nachricht von Apple, das iPhone 8 betreffend. Anscheinend wird es wohl doch rechtzeitig wieder fertiggestellt. Da gehen ja Gerüchte, also die Gerüchteküche geht ja von Woche zu Woche und einmal so, einmal so. Es hieß ja vorher, das iPhone 8 wird nicht rechtzeitig fertiggestellt, weil halt Komponenten fehlen. Es gibt Probleme mit der Funktionalität einiger Komponenten. Und ich habe ja selber letzte Woche in den Mobile News darüber berichtet, dass Apple neue Fertigungsstraßen extra dazu gekauft hat, also nochmal investiert hat in die Fertigung des iPhones, damit es halt rechtzeitig funktionieren wird. Und anscheinend wird das wohl jetzt so laufen wie geplant. Also anscheinend wird das Apple wohl doch rechtzeitig auf den Markt kommen. Das iPhone natürlich, nicht das Apple. Eventuell, und das befürchtet man halt jetzt, das ist das neue Gerücht sozusagen, wird es aber dadurch teurer werden. Also man rechnet damit, dass das kleinste Gerät schon über 1000 Euro kosten wird, also dann doch die Schwelle von unter 1000 Euro das erste Mal überschreiten wird. Und bis jetzt waren ja irgendwie trotzdem hohe Preise bei Apple nicht wirklich das Problem, dass nicht die Hardcore-Fans es trotzdem kaufen würden. Aber das wäre halt tatsächlich das erste Mal jetzt, dass dann ein iPhone gleich beim Marktbeginn über 1000 Euro kostet, also nur in der kleinsten verfügbaren Variante. Ich bin mal gespannt, was da wirklich kommt. September ist irgendwie so der Termin, den sich alle auf den Kalender geschrieben haben, aber aktuell gibt es da von Apple halt noch keine direkte Stellungnahme zu. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein iPhone kaufen würdet, das über 1000 Euro kostet. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und wenn ihr bis hier geschaut habt, dann schreibt mal gleich dazu Hashtag iPhone 8. Ich bin mal gespannt, wie weit meine Abonnenten hier tatsächlich schauen. Und wenn ihr bis hier gelandet seid, iPhone 8, schreibt mal mit Hashtag in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, es waren interessante Themen dabei. Wenn ja, dann abonniert gerne meinen Kanal und vergesst nicht, auf die Glocke zu klicken, denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, am nächsten Wochenende. Ich freue mich auf euch. Bis dann.